Bei vielen YouTubern und Filmmakern klingt die Stimme extrem professionell. Das liegt nicht unbedingt am besseren Equipment, sondern weil sie einfach wissen, wie man die Stimme richtig bearbeiten kann. Und das zeige ich dir auch in diesem Video. Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Jan. Vermutlich ist dir aufgefallen, dass es vor einiger Zeit meine Klangqualität um ein Vielfaches gestiegen ist. Das liegt aber nicht an neuem Equipment, sondern weil ich angefangen habe, meine Stimme nachzubearbeiten. Hier ist einmal ein Vergleich, wie es ohne Bearbeitung klingt und hier, wenn die Bearbeitung wieder an ist. In diesem Video zeige ich dir, wie du ebenfalls das meiste aus deiner Audiodatei rauskitzeln kannst. Nachdem ihr eure Audiodatei importiert habt, sucht ihr euch eine Stelle, wo ihr nichts gesagt habt. Da könnt ihr auch am Anfang erstmal Platz lassen. Dann markiert ihr diese, Rechtsklick Geräuschmuster speichern. Dann geht ihr hier oben auf Effekt, Rauschverminderung, Wiederherstellung und Rauschverminderungsprozess. Die grüne Linie zeigt, wie euer Ton aktuell ist, also wie ihr den pegeln wollt, also beziehungsweise wie er dann danach ist. Der gelbe Bereich ist, wie das Maximum ist und der rote Bereich den unteren Teil, also wenn ihr es gar nicht anwenden würdet. Ich würde das immer so ungefähr in die Mitte machen, da das dann nicht zu stark ist, der Effekt, also nicht, dass man nachher, wenn man schon Rauschen hatte, was jetzt in dem Fall nicht so der Fall ist, weil das Mikrofon nicht so viel aufgenommen hat, weil es so ein Ansteckmikrofon ist und ich relativ leise gepegelt habe. Deswegen hört man da kaum Rauschen, deswegen macht das nicht so einen Riesenunterschied. Aber wenn es zum Beispiel draußen war, windig war, dann würde ich vor allem eher so ein bisschen weiter runter gehen. Da natürlich will man den Wind weg haben, aber sonst werden auch so ein bisschen so ein paar Frequenzen aus der Stimme rausgenommen. Das hört sich dann nicht mehr so gut an. Deswegen gehe ich jetzt mal so auf 60% und ja, so 10 Dezibel vermindern und anwenden. Dann geht ihr hier auf Effekte und wovon man nachher am meisten hört, auf den parametrischen Equalizer. Bevor wir das anwenden, können wir uns das einmal anhören. Das ist jetzt dieser Anfang. Vielen YouTubern und Filmmakern klingt die Stimme extrem professionell. Die Stimme extrem. Genau. Und dann wollen wir uns den gleichen Teil nochmal anhören, wenn wir die Tiefen so ein bisschen verstärken. Das zeigt einfach so ein bisschen basslastiger. Und wir wollen die Höhen, denn das erzeugt ein bisschen mehr Klarheit in der Stimme. Die machen wir auch noch ein bisschen hoch. Und dann hören wir uns das Ganze nochmal an. Bei vielen YouTubern und Filmmakern klingt die Stimme extrem professionell. Das klingt doch schon viel besser. Können wir vielleicht noch ein bisschen mehr Klarheit reinmachen? Könntest du aber auch natürlich auch laufen lassen. Bei vielen YouTubern und Filmmakern klingt die Stimme extrem professionell. Nicht so. Das liegt nicht unbedingt am besseren Equipment, sondern weil sie einfach wissen, wie man die Stimme richtig bearbeiten kann. Da muss man auch aufpassen, dass es hier nicht zu dumpf wird. Ich denke, diese Einstellungen, vielleicht gehe ich mit der Höhe noch ein bisschen weiter runter, sollten eigentlich passen. Bei vielen YouTubern und Filmmakern klingt die... Und dann wenden wir das Ganze einmal an. Als letztes musst du einmal auf Favoriten gehen und normalisieren auf minus 0,1 Dezibel machen. Diesen Effekt nutzt man, damit die Spur immer die gleiche Lautstärke hat. Also egal welches Video, die Spur hat dann immer die gleiche Lautstärke. Du kannst natürlich im Nachhinein zum Beispiel noch alles um 5 Dezibel anheben, aber dann hast du quasi immer die gleiche Lautstärke, wenn du das bei jedem Video machst. Und nicht, wenn du das mal das Audiogerät höher eingepegelt hast, dass es dann lauter ist und das andere mal leiser, sondern du bist immer wirklich auf dem genau gleichen Niveau. Das war's auch schon mit dem Video, ich hoffe, es hat dir gefallen. Jetzt kannst du mir noch Themenwünsche unten in die Kommentare schreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal hier kostenlos abonnieren. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Bis zum nächsten Mal und ciao!